Willkommen zu Super Mario Kart mit Rikus. Nein! Nein, ja, wir machen eine Tryhard Challenge. 150 CCM, so lange, bis wir alle Cups geschafft haben. Wir sind beide mega scheiße in dem Spiel. Und ja, als kleines Bonus oder als kleiner Boni fangen wir mit 100 CCM an. Ihr werdet sagen, hä, das ist doch dumm. Ja, ist es auch, aber es ist unser Kanal und ich habe das jetzt diktatorisch bestimmt. Rikus hatte was dagegen, aber ich habe ihn überstimmt. Ja. Wir machen 150 CCM, allerdings nur im letzten Cup. Wir haben den gerade mal gespielt und haben gemerkt, das ist auch schon schwer und könnte unterhaltsam sein. Bevor ja, wir hier also im stillen Kämmerlein... Also ihr habt keine Wahl, ihr müsst es angucken. Wir sind eben übrigens Dritter geworden, beide mit jeweils 18 Punkten. Was nicht mal so viel ist, wenn man für den ersten Platz 9 Punkte bekommt. Ja, in 4 Strecken. Genau, und Ziel ist es, 150 zu schaffen und... Es wird schwierig. Vor allen Dingen, das ist eine direkt der ekligsten Strecken, die es überhaupt gibt. Meiner Meinung nach. Ja. Ich hatte hier eben eine gute Platzierung, einen souveränen 8. Platz. Mal gucken, ob ich den... Ins Wasser. Bist du Joshi? Also ich war hier vor uns Erster tatsächlich. Wir können es natürlich nicht beweisen, was wir jetzt erzählen, weil wir haben es nicht aufgenommen. Also warum sollte ich lügen, dass ich Achter bin? Das ist... ja, okay, ich habe keine Münze mehr. Das heißt, jede Berührung... Ja, das ist schlecht. Aber die machen einen schon schneller, die Münzen, oder? Hast du ja, schon mal tatsächlich. Hab ich da, ja, du kannst gerne nochmal Sachen, also die wir offscreen hatten, auch nochmal fragen. Achso, vielleicht genau. Nochmal zum Projekt. Einer von uns muss den Cup in 150 oder beziehungsweise hier auch in 100 CCM jeweils gewinnen. Welche Platzierung der zweite von uns hat, ist scheißegal. Das heißt, wir werden auch Teamwork machen, Stallorder, je nachdem, wie sich das so ergibt. Ich denke nicht, dass wir in die Situation kommen, dass wir im letzten Cup noch beide um den Titel spielen. Das wäre für mich sehr überraschend. Dann wäre es dennoch klug, einen dem Vortritt zu lassen und jemanden zu schikanieren. Genau, und in diesem Cup war es letztes Mal so, dass ich scheiße gestartet bin und zwischendurch gut war und dann wieder scheiße war. Und ja, Rikus war scheiße gut, scheiße gut, scheiße gut. Andersrum, gut, scheiße gut, scheiße, scheiße. So ich kann halt diese Strecke hier nicht. Naja. Oh, nö. Das Ganze werden wir auch erst hochladen auf YouTube, wenn wir es komplett geschafft haben. Das heißt, wenn ihr dieses Video hier seht, werden wir es irgendwann geschafft haben. Das Wasser. Jedes Mal falle ich ins Wasser. Ich hasse auch Wasser. Ich wieder Erster und dann falle ich ins Wasser. Problem ist an der ganzen Sache nur, es wird schwierig. Es ist wirklich ein schweres Spiel. Ist damals auch, ich habe es als Kind schon gespielt mit meinem Bruder. Er war 2 Jahre älter als ich. Wir haben das jahrelang zusammen gespielt. Und wir haben es nie geschafft, den Special Cup im 150 auf Gold zu schaffen. Ist einfach wirklich schwer, muss man schon zugeben. Definitiv. Also. Oh, verpiss dich, Joshi. Der hat mich weggeschubst. Mehrmals. Ihr seht's ja. Das Schöne ist, man sieht ja beide Perspektiven. Ja. Definitiv. Muss man auch nicht schneiden oder so, das ist auch praktisch. Ich bin besser als eben. Das macht mir ein bisschen Hoffnung. Du hast 2 Plätze besser und ich bin 2 Plätze schlechter. Das bringt uns, glaube ich, beiden nichts. Nee. Das Schöne ist ja auch, was wir eben gemerkt haben, wenn der PC, also gegen 2 Menschen spielt, dann verkackt der PC auch mal scheinbar irgendwie mit den Punkten. Holt nicht einfach 4-mal die 9 Punkte. So ist es. Aber Prinzessin Peach ist unser Feind. Liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass wir Items ins Spiel bringen, und zwar beide. Ja. Und das ist eigentlich ein recht leichtes Level, finde ich das leichteste hier in diesem Cup. Ja, definitiv, definitiv. Müssen wir jetzt eigentlich mal 15 Punkte holen zusammen hier. Das wird leider nicht funktionieren. Doch. Weil ich nicht weiß, wie man entschieden. Okay, wenn du das sagst, dann mache ich das. Ja, dann machen wir das jetzt. Gut. Und zack, ins erste Wasser direkt. Ja, und ich wurde... Ja. Boah. Guckt euch an, was da oben gerade abgegangen ist. Ich bin Letzter und bin am Arsch. Ich hab nur die Geräusche gehört. Ich wurde irgendwie 3-mal getroffen innerhalb von einer Sekunde und hab... Pilz. Weil mittlerweile habe ich wieder ein paar Münzen. Also ich glaube, Rikus, das liegt hier diese Runde komplett an dir. Peach ist übrigens auf Platz 6 gerade. Oh, ja, man kann ja das Wasser wirklich gar nicht schneiden. Das ist halt auch so ein Problem bei modernen Rennspielen. Da kannst du immer so ein bisschen am Rand schneiden, sag ich mal. Oh, ich werde gerade komplett durchgefickt hier von... Alter, ich bin... Ja. Hast du es gesehen, was bei mir passiert ist? Ja. Entschuldigung, bitte für die Ausdrücke, liebe Zuschauer, aber ich bin ein bisschen entsetzt. Ein bisschen entsetzt. Also, ja, was ich sagen wollte, pass auf keinen Fall auch nur einen Zipfel des Wassers berühren, du bist sofort instant im Wasser. Ja, das kenne ich. Das war mir gerade neu, deswegen, okay, ich bin auf Platz 5. Ja, es wird schwierig. Also, ich bin schon mal froh, wenn wir erstmal diesen Cup hier schon mal geschafft haben irgendwann. Bitte lass uns das Level nochmal machen. Ja, wenn ich Vierter... Ja, können wir gerne machen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das bringt ja nichts, ne, wenn du jetzt Vierter wirst. Leon, hi, steht 150 in dem Titel, weil ich dachte, ich hätte 150 freigeschaltet. Wir müssen 150 erst freispielen, deswegen gibt es quasi eine Bonusfolge. Oder mehr. Ja, also. ich fahr jetzt als Fünfter ins Ziel. Ich fahre als Achter ins Ziel. Oh, das lief so. Vor allem, ich wurde einmal vom Pilz getroffen, dann wurde ich platt gefahren und von der Banane getroffen. Danach war alles vorbei. So bin ich nach innen unten durchgereicht worden. Ich hab Mario Kart jetzt trotzdem mal angepackt, angepasst. Ja.
Ja, Leon, wie geht's dir denn? Wir werden wahrscheinlich heute aus Skillgründen nicht so sehr, also, oder aus Nicht-Skillgründen, besser gesagt, nicht so sehr auf den Chat eingehen, höchstens nach den Rennen. Weil das Spiel einfach pervers schwer ist und. Einfach besser sein. Ja. Es liegt nicht am Spiel, es liegt an uns. Also, es ist nicht wirklich, es ist nicht unmöglich oder so, ne? Doch. Also, gerade 100, doch. Also, gerade 100 schon, ist schon sehr möglich. In der Theorie ist es möglich, ja. Man muss halt mal ein bisschen aufpassen. Und wir sollten uns vielleicht nicht gegenseitig rammen, weil es ist zumindest ein Kostbett. Ja, so, ich bin jetzt auf Platz 1. Nein! Oh Gott! Das ist ein bisschen fies geworfen von Prinzessin Peach. Ich bin jetzt übrigens Erster, wenn du Zweiter wärst am Ende, könnte ich Prinzessin Peach abschießen, dass du gewinnst für die Stallorder. Ich bin quasi jetzt der Eddie Irvine. Oder bin ich, ich bin eher Rubens Barrichello, der war cooler. Würde ich auch eher als Rubens Barrichello ansehen. Was gibt's noch so für zweite Fahrer? Gute Frage, Raikön war auch mal eine Zeit lang zweiter Fahrer. Ich hab, glaube ich, gerade Peach weggeballert. Man sieht ja nicht, wo die platziert sind, ne? Weil man. Weiß, das ist als absichtlich, Dings, dass da Mario Hart statt Mario Kart spielt. Das ist ein Wortwitz, den sich Rikos ausgedacht hat. Du bist drübergesprungen, ich hab's gesehen. Den ich sehr bewundere. Dieser Fisch! Dieser innere Fisch! Das ist ein gewollter Witz, weil das Spiel halt piss schwer ist. Wirklich hart ist, ja. Also, Peach ist immer noch zwischen uns gerade. Ja, dann bringt's nicht, wenn ich. Oder, wobei, würdest du schaffen, zu überholen? Mich auch? Ich hab sie abgeschossen. Oh, sehr gut. Ich lasse dich aber gleich vorbei. Ist das die letzte Runde? Ja, ja, das siehst du immer an der Zahl, die rechts blinkt. Ich bin da, warte. Ja. Nein, ja, ich bin Dritter. Oh, egal, du hast gewonnen. Das ist die Hauptsache. Ja, und Peach ist Vierter, das ist schon mal gut. Wir müssen hier Prioritäten setzen mit Stallorder, damit wir hier eine Chance haben. Es ist ja so, ne? Und da lasse ich Rikos gerne gewinnen. Der geht's in der Geisterstrecke, die er eben verkackt hat in der Probeaufnahme. Jetzt wird es hervorragend. Das kann nur gut werden. Aber ich habe jetzt auch Punkte, theoretisch kann ich. Wobei ich bin nur. Ja, gut, ich hätte jetzt 6 gehabt, aber gut. Ich bin raus von den Punkten her. Also, ich kann nur noch unterstützen. Vielleicht sollten wir diese Art von Unterstützung erst dann machen, wenn wir ab der dritten, vierten Runde sind vom Gesamtdings. Weil, wenn ich jetzt komplett verscheiße, dann bringt es wieder nichts, weißt du? Ja, dann darfst du halt jetzt nicht verscheißen. Okay, dann mache ich das nicht. Doch, ich komme jetzt. Achtung, ich leg gleich eine Banane. Ja, du bist in mir, sehr gut. Darf ich vorfahren? Ich bin, glaube ich, gerade schneller. Fahr. Lass dich nicht abhängen von mir. Abhängen. Donkey Kong ist direkt hinter dir. Es ist gerade für mich schwierig hier. Ja, okay. Ich hab verkackt. Lass mich raten, das hängt wieder alles an mir. Ja, ich wurde gerade zweimal. Also einmal bin ich selber reingefahren und dann wurde ich halt reingeschubst und jetzt bin ich 8. eine halbe Runde hinter euch. Ich fahr hier noch mit, aber. War gar nicht im Rand. Ich mag das Level nicht. Das ist einfach heftig. Ich könnte es ja theoretisch, hätte ich jetzt nicht so ein Pech am Anfang gehabt. Okay, Mario ist unten, den kannst du überholen. Ich bin zu weit weg. Keine Chance. Oder halt, ich bin runtergefallen, dann kam ich wieder auf die Strecke und danach wurde ich direkt nochmal runtergeschubst. Ah, das ist ziemlich mies immer. Und das ist halt bei Mario Kart, oder Mario Hard besser gesagt. Oh, die Banane wirklich. Dort, die Banane. Kannst du die Banane wegräumen, die gleich kommt? Wo ist die denn? Die ist genau in meiner Linie. Ja, ich habe sie für dich weggeräumt. Danke. Alter, der hat mich einfach runtergekickt. Ich bin wirklich perfekt gefahren. Der ein Spieler Vierter, ne? Ich war gerade Erster. Das ist so mies. Nein, das schaffe ich noch. Ach. Das Schlimmste sind wirklich es sind nicht die Items, die Gegner haben, sondern ich finde, das Schlimmste sind eindeutig die Körperkontakte mit den Gegnern. Also im letzten Cup war ich deutlich besser als diesmal. Diesmal habe ich echt hart reingeschissen. Naja, ist halt so, mein Gott. Problem ist, du scheißt gerade auch rein. Das Ding hier, das liegt mir einfach nicht. Einfach nicht mein Ding. Gut, wenn wir dann den Cup nochmal starten müssen, dann müssen wir schauen, wie wir jetzt uns da überlegen. Ich kann die erste Strecke nicht, du die dritte nicht. Irgendwie müssen wir da durch. Versuchen auch irgendwie auf den zweiten Platz zu kommen oder so, aber. Ich werde rausfliegen übrigens. Fahr trotzdem durch, ne? Ich bin Dritter. Okay. Hilft alles nichts. Muss ich jetzt 2 Siege holen. Ja. Aber besser als Dritter wird es hier wahrscheinlich nicht. Ja, es wird spannend. Welche Strecke kam denn jetzt? 2 kommen noch, ne? Alter. Ja. Ich meine, notfalls kann ich auch rückwärts von Donkey Kong abschießen, aber das wäre schon ein bisschen lame. Ja. Ja, das ist Mensch. Ich hab mich verschluckt. Entschuldigung. Ach, das Level. Wenn ich übrigens nochmal raus bin, dann musst du das letzte Rennen wahrscheinlich alleine fahren, ne? Klingt super. Dann hast du nicht meine Unterstützung. Und dann fährt wahrscheinlich ein ekliger NPC für mich mit. Der noch ekliger ist als ich. Nee, da fährt niemand mit, oder? Das weiß ich nicht. Da ist einfach einer weniger. Soweit ich mich erinnern kann von früher. Ich kann dieses Spiel einfach nicht. Kann der das nicht getroffen haben? Ich kann auch diese Eisblöcke auf dem Eis wirklich gar nicht sehen. Das ist, weiß ich nicht, bin ich sehbehindert oder? Ich weiß auch nicht. Vielleicht.
Also ja, ich habe eine Brille auf. Eigentlich streng genommen bin ich sehbehindert, also. Durchaus, ja. Das kann man so sagen. Yoshi, schöne Grüße. Hi. Wie geht es dir? 4 Münzen habe ich immerhin noch. Das Gemeine ist auch, du brauchst halt eigentlich auch diese Münzen, ne? Und wenn du vorne wegfährst, kriegst du die halt. Aber wenn du einmal mittendrin bist, bist du halt von jedem gerammt und... Ich darf halt dieses Mal nicht Fünfter werden, auch wenn du gewinnst oder so. Bananen, ne, die er wirft. Sorry, dass ich hier gerade nicht wirklich zuhöre, aber... Ist okay. Bin wirklich gut am Fahren und dann kommt Donkey Kong und wirft mir ständig Bananen vor die Nase. Weich da mal aus, ey. Diese Entfernung. Oh Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich schon wieder. Die war wirklich genau vor mir. So schnell kann man gar nicht reagieren. Ich bin Zweiter vielleicht. Ich bin Erster. Boah. Ich bin Dritter. Ich habe Peach in meinen Punkte geklaut für dich. Ja, gut. Es ist nur noch zwischen Donkey Kong und mir. Oh, das ist anstrengend. Mach gerade meine GFS fertig. GFS? Was ist GFS? GFS? Gulasch-Fischsuppe? Gute Frage. Ich kenne die Abkürzung nicht. Aber Gulasch-Fischsuppe klingt auf jeden Fall gut. Also, bis auf Fisch. Oh, Lukas, du musst gewinnen. Das ist durch, ja. Aber nicht bei dem Level. Seh die Bumper nicht. Ist egal, du... Geh einfach vom Gas runter, spiel ein bisschen vorsichtig. Ich versuche Donkey Kong mal gerade ein bisschen zu machen. Ah, vergiss es. Der Witz ist, dass mein größtes Problem ist, dass ich die Kurven oftmals zu kurz nehme, zu eng nehme. Ja, Dito, das fahr einfach ein bisschen vorsichtig. Ja. Ach so, das Referat, von dem du mir letztens erzählt hattest, ja. Ich erinnere mich. Ja, der Rikus ist jetzt gerade ein bisschen ruhig, weil er sich konzentrieren muss. Das ist auch vollkommen okay. Ja. Ich verkacke hier gerade, weil ich rede, aber ja, ist auch soweit okay. Wird benotet wie eine Klassenarbeit. Ja, da hattest du mir was von erzählt im Mario Maker Stream, glaube ich. Ich erinnere mich. Ich finde immer diese Aufgaben, so Texte zu schreiben, das habe ich immer früher gehasst. Und später sind das dann immer Teamaufgaben und dann... Was war das? Dann ist immer so, dass einer dann alles macht und andere davon profitieren. Ich hasse Teamarbeit in der Schule. Ja, jetzt habe ich einen Pilz und ich kann den nirgendwo einsetzen. Das ist geil. Wenn du kannst, nimm die Bananen mit, die im Weg liegen. Ja, wenn ich eine sehe, die ich denke, die für dich gefährlich ist, werde ich drauf fahren. Der wirft dich so mies vor meine Nase, es ist einfach nur krank. Ist Donkey Kong auch hinter dir? Ja. Also jetzt fahre ich hier vom Tempo her einigermaßen okay, aber ich werde es halt niemals wieder aufholen, weil ich am Anfang direkt runtergefallen bin. Oh, fuck, die Banane habe ich nicht... Vor dem Ziel ist eine gemeine Banane, die konnte ich jetzt gerade nicht mitnehmen. Habe ich irgendwie ignoriert. Bin es halt gewohnt, Bananen auszuweichen, deswegen ist es schwierig. Ja. Manchmal, wenn man da jetzt bewusst auf achtet. Ich bin runtergefallen. Oh. Gerade Banane, da bin ich der Banane nach rechts ausgewichen und da kam direkt der Stampfer runter. Dann bin ich dem rechts ausgewichen und war unten. Ja, ich bin wieder runtergefallen, das war's. Dann mache ich jetzt den fünften und versuch's nochmal. Okay, ich bin, wenn du noch so ein Leben hast. Ich habe dann keins mehr. Perfekt gefahren und dann kommt ein... Ja, das hatte ich beim ersten Tab eben auch Zwickmühle. Wirklich immer gut gefahren, aber dann... ja. Das ist halt echt ein Problem, wenn du noch Sache ausweichst und beim Ausweichen dann in das nächste reinkommst und dann nicht mehr wegkommst. Ich bin so schlecht. Das nächste Problem ist halt, dass der Affe mir ständig Bananen vor die Nase schießt, die ich kaum sehe. Weil die genauso gelb sind wie der scheiß Untergrund. Ja, weiß es zumindest. Ja, weiß ich. Langsam werde ich ein bisschen salzig, muss ich sagen. Wir sind dann nicht mehr bei 150. Du bist ja aber darüber klar, dass das deine Idee war, oder? Ja. Deswegen bin ich ja auch nur langsam salzig. Gut, jetzt fallen 5 Runden, ne? Das ist halt immer so ein bisschen heftig. Ja, dann viel Spaß, ne? Soll ich dich irgendwie motivieren oder so, oder? Ja, alles gut. Mach einfach, wie du möchtest, deinen gemütlichen Kommentar. Ich guck einfach zu. Spiel. Lerne. Das wäre doch hilfreich. Salzig wie Pommes. Na, so salzig bin ich noch nicht. Also ich bin so salzig wie ein Frühstücksei, was man so ein bisschen angesalzen hat, weil es dann gut schmeckt. Aber es ist noch okay von der Salzigkeit. Es ist nicht übertrieben salzig, es ist angenehm salzig. Meine Nase krabbelt. Ich würde sie gerne kratzen. Ich kratze meine für dich. Das war gerade eine gute Gerade hier. Vielleicht sollten wir auch andere Fahrer nehmen, oder sind das hier schon... Ah, genau, da bin ich eben auch runtergefallen. Mehrmals. Ja, Mist. Wieso hat der Yoshi jetzt... Alter, okay. Du kannst es theoretisch noch schaffen.
Sollten wir es nicht schaffen, werde ich einfach schneiden und wir nehmen eine neue Folge auf und dann schneide ich den Anfang da einfach rein. Ich habe ja noch ein Leben. Seit wann salzt Barry sein Frühstücksei? Das mache ich eigentlich nie. Das habe ich nur so gesagt, um als Parallele. Ja. Oh, shit. Schade. Dann habe ich noch A gedrückt, um die Feder zu machen, aber... Anrebeln ist das Schlimmste. Ich kann nicht mehr. Anrebeln ist wirklich das Schlimmste im Spiel. Der Zellos ist da. Hallöchen. Oh. Wir leiden, Zellos. Ja, sieh WhatsApp, sage ich dazu. Na, jetzt Barrikos auch. Jetzt ist der Wurm drin. Wollen wir neu starten? Mit Cup? Ich hab noch ein Leben. Ich kann noch mal versuchen. Hast du noch einen? Okay. Ja. Ja, ich bin schon gekommen. Guck mal, die Lan-Idee zu finden. Affenzocker ist da. Hi. Es war eine sehr gute Idee, in 100 schon mal anzufangen, den schwierigsten Cup, um uns einzuspielen. Das war. Nee, war es nicht, weil der schwierigste Cup immer noch der schwierigste Cup ist. Ich hätte lieber erstmal mit was Normalem angefangen, um die Fahrtmechanik wieder so ein bisschen reinzubekommen. Naja, wir müssen ihn ja erstmal freispielen, das ist ja das Problem. Ja. Ach ja, Bonus. Alles Bonus-Content. Dieses Scheiße. Es ist so schwer, das Spiel, das ist echt. Aber ich war vor uns 4 Runden lang Erster, ne? Das kotzt mich so an. Wenn du danach noch ein Leben hast, hast du ja noch einen Versuch. Ich glaube, ja. Du musst die Kurven einfach nicht innen nehmen, sondern einfach mittig. Ja, jetzt versuche ich ja. Aber so leicht ist es halt nicht. Ich kann vor jeder Kurve sagen, nicht innen nehmen. Ja, wir nehmen auf, mal gucken, was wir davon verwursteln und zusammenschneiden. Nehmen wir dann. So, letzter Versuch, dann dürfen wir neu anfangen. Bin nicht letzter geworden. Meint das mal zufriedenstellend. Das sage ich jetzt in jeder Kurve, oh, wobei das geht nicht auf den Sack, egal. Mind the gap, please. Ah, verdammt, hört auf! Ja, das geht mir auf den Sack. Please mind the gap. Du musst halt nicht, darfst die nicht innen nehmen. Aber das sind doch eigentlich schon die Anfängercharaktere, oder? Das sind die schnellsten, würde ich sagen. So vom Gefühl her. Der schwierigste Cup ist immer noch der schwierigste Cup. Rekurs 2019. Habe ich das gesagt? Ja. Wann? Eben. Ach so, gerade, ja, wegen der Dings, ja. Ja, das ist der Copa del Mondo de la Muerte, den wir hier gerade spielen. Mit was Leichten angefangen. Ja. Hau ab mit deinem Ei. Das wäre aber zu langweilig. Wir müssen hier reinkacken. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Wir laden das ja auch erst hoch, wenn wir es irgendwann mal geschafft haben. Also kein Stress. Hau ab, Peach, du Hure. Entschuldigung. Nein! Entschuldigung, aber das war witzig. Ich habe ihn runtergehauen. Ich habe 2 Leute runtergehauen. Yoshi ist Erster. Das würde reichen, theoretisch. Ja. Mind the gap, please. Du kannst Yoshi abschießen, er hat kein Schutz-Item. Gibt kein Schutz-Item in dem Spiel. Doch, Donkey Kong hatte eben eins, aber das hat das auch nicht. Das hat ihn nicht abgewehrt. Ey, ich bin vorbeigefahren, das ist Betrug. Hau ab! Oh! Wie willst du da dann vorbeikommen? Es geht einfach nicht. Das ist schwierig, ja. Der ist gerade über den Rand gesprungen, wieder reingesprungen, hast du es gesehen? Ja, jetzt legt er gleich so ein Ding, da fährst du bestimmt rein, nee, doch nicht. Versuch die Feder nicht einzusetzen, außer wenn... Boah, ich trau mich gar nicht, was zu reden, ey. Oh, der klaut dir alle Münzen. Alter! Rikus! Nein! Ach, Mann, diese Scheiße! Ich war wirklich geil, da kommt jedes Mal so ein dämlicher Prop runter. Ja, okay, wir werden diesen Cup gleich wahrscheinlich nochmal sehen, außer es passiert ein Weltwunder. Oh, können wir einfach quitten? Ja, okay. Ich skippe die Aufnahme mal. Bis zum nächsten Mal. Oh. Tschüss.